Bevor hier die harte Action startet und das ewig dauert. Ich weiß nicht, wann oder warum, aber ich sah etwas. Vor einem Monat oder so, ich spürte etwas. Etwas, das ich lang nicht gespürt hatte. Und ich weiß, dass viele von euch vielleicht ebenso empfunden hätten. Ich glaube, dass wir einfach... Deacon? Geben Sie mir Ihre Waffe. Bitte. Lassen Sie sie gehen, Colonel. Es ist vorbei. Die Miliz ist erledigt. Möchten Sie einen Tee? Der ist so durch, der Mann. Sarah, schenken Sie dem Drifter einen Tee ein? Die Arche war unsere einzige Hoffnung. Das wissen Sie natürlich. Nicht trinken, das Gift drin. Nach der Säuberung der Welt hätte sie es uns ermöglicht, warum schüttelt sie den Kopf? Aufzubauen. Es war alles hier. Aber warum sollte da Gift drin sein? Er trinkt ihn ja selber. Gerettet durch Gottes Gnade. Das Einzige, was uns fehlte, war ein Klavierspieler, nicht wahr? Das ist jetzt unwichtig. Wenn alles weg ist, wird keiner mehr da sein, um Musik zu hören. Sie haben uns vernichtet. Sie haben unsere Arbeit zunichte gemacht. Nein, Colonel, das waren Sie, als Sie diesen heiligen Krieg begannen. Wenn ich wählen müsste, zwischen Ihnen und den Freaks, dann nehme ich die Freaks. Denn wenn die Freaks töten, dann wollen sie einfach nur essen. Und sie töten keine wehrlosen Frauen. Nein! Er wird zum Zombie! Nein, sie hat den Tee vergiftet! Deswegen hat sie den Kopf geschüttelt! Heldin! Heldin! Oh nein. Er ist tot. Warum holst du dich etwas Wasser? Okay. Hey, könntest du dein Sanitätszelt aufstellen? Wow, Dennis, wie du dich immer spoilerst. Hey! Hey, da drüben ist der Höhleneingang. Da sind Vorräte und Verbände. Nimm dir ein paar Männer und los. Du, na los. Ricky! Eddie! Er ist tot. Hier drüben, helft mir mit ihm. Vorsicht! Ich kann helfen. Ich bin Ärztin. Es ist vorbei. Alle die, die von der Explosion nicht erwischt wurden, haben einfach aufgegeben. Wo ist Boozer? Ricky, ich brauche Hilfe hier drüben. Ricky! Ja. Wie kann ich dir helfen? Hey! Ist noch was für mich da? Dennis wusste es ja schon. Sorry, bin spät dran. Nein. Ja. Nein, nein, nein. Ich bin gesprungen. Nein, verdammt. Kurz vor dem Ende der Brücke, ja. Ich hab doch nicht. Nein, 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 nein. Diese Druckwelle, die war selbst unter Wasser heftig. Das war meine Fahrt.
Was? Dachtest du, ich hätte mich selbst hochgejagt? Und wer würde dich da noch verarschen? Na, ich. Hey! Oh! Hey! Kleine Schwester! Naja, lange Geschichte. Also, ich hörte, jemand hat nach dir gesucht. Naja. Er hat von nichts anderem geredet. Ja, es, hör nicht auf ihn. Es war wirklich eher seine Idee. Ricky, Eddie, wer bringt mich jetzt aus diesem Drecksloch raus? Ich möchte nämlich sagen, Busa ist nicht ihr Bruder, auch wenn er immer kleine Schwester sagt. Er sagt das nur so. Sie ist wie eine kleine Schwester für ihn. Nicht familientechnisch gesehen. Weil das auch mal in den YouTube-Kommentaren gefragt wurde. Ist das nicht ihr Bruder? Nein. Nimm sie, Bruder. Das ist jetzt episch, ne? Ich hab gehört, sie wollen das alles hier wieder aufbauen. Der Colonel hatte nicht nur schlechte Ideen, bis auf die total verrückt. Der Zweite, der mir das sagt. Wer noch? Corey? Weißt du was? Scheiß auf den Typ. Hey, er ließ uns im Stich. Ohne ihn wären wir alle tot. Wie du meinst, Mann. Ich glaube, wir versuchen es nochmal ohne diesen Armeechef. Hey, sie verpassen meine Rede. Ja, das kann ich verkraften. Bruder, wir haben's geschafft. Du hast's geschafft. Ja, Mann, weißt du, ich muss zugeben, dass ich kurz dachte, du würdest da mich in die Luft jagen. Ich sagte doch, ich hab noch zu tun. Zeig's ihnen, Bruder. Ja, dann mal los. Jack wäre stolz. Nein, Busa ist auch nicht Deacons Bruder. Du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Komm her. Siehst du? Gutes geschieht, wenn man eine Kerze anzündet. Naja, okay, das ist aber eine große Kerze. Ja, ein Lagerfeuer. Stimmt. Super. Ich bin schon sehr gespannt auf deine Rede. Ach, komm schon. Das wird auch keine Rede. Okay. Ma'am. Oh, shit. Es reicht jetzt damit. Was ist los? Warum werden alle so still? Oh, ja. Sie warten auf dich. Dein Stichwort. Danke. Ich weiß, wir haben hier viel wieder aufzubauen. Also fasse ich mich kurz. Ich bin kein Anführer. Ja, klar. Ganz egal, was ihr sagt, bin ich nicht. Wie du das bist. Aber ihr habt hier heute was geschafft. Wir haben hier was geschafft. Ja, na klar. Wir haben gemeinsam gekämpft. Nicht, weil irgendein Arschloch das befohlen hat. Nein, sondern weil es das einzig Richtige war. Und wisst ihr was? Wir haben gewonnen. Ihr habt gekämpft. Für den Neuanfang. Ihr habt gekämpft, um Leben zu retten. Für andere. Für ihr Überleben. Ihr habt alles geopfert, was ihr hattet. Alles, was ihr seid. Um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Seht ihr? Darum sind wir noch hier. Darum sind wir noch hier. Denn wenn wir nicht mehr hoffen auf ein besseres Leben oder auf eine bessere Zukunft, wofür kämpfen wir denn? Das ist der Iron Mike, ja. Er sagte mir mal das, dass wir die Welt formen durch das, was wir tun.
Ha? Was haben wir getan? Ha? Und was werden wir tun? Seht ihr das? Dies ist der erste Schritt. Ich dachte, du wolltest keine Rede halten. Ja, ich hab's versaut. Und wie war ich? Weißt du, es war okay für einen Outlaw-Biker. Outlaw-Biker, hä? Bist du abfahrbereit, meine Dame? Ich weiß nicht, kommt drauf an, wohin geht's denn? Wohin auch immer wir wollen. Ach ja. Ja. Wir haben Sarah gefunden. Fände es aber irgendwie geiler, wenn die Welt gerettet wäre. Aber ich glaube, das geht nicht. Wir leben jetzt einfach mit den Freakern. Alles gut. Aber vielleicht macht Sarah das jetzt auch noch. Oh nein. Musik, die wieder gemutet wird auf YouTube. Oder gedingst. Content-ID-Striked. Uff. Kommt da jetzt coole Szenen? Ich trau mich, die Credits zu überspringen. Da kann man immer was Cooles kommen. Wer fährt da hinter mir? Ach, mehrere. Okay. Das klingt sowas von wie ein Lied, das bei mir wieder Content-ID'd wird. Und das ist fast egal, wie viel ich drüber rede. Weil das erkennt es trotzdem. It's over! Nicht, wenn ich jetzt noch alle Orden machen will. Ich glaube, das mache ich nicht. Das wäre einfach nur Repeat. Repeat and repeat. Wenn ich noch ein separates Ending bekommen würde für die Horden. Okay. Aber ich glaube, das ist echt nur für die Trophäe. Oh, aber es gibt noch einen DLC für Days Gone. Der neue... Was, Days Gone? Ich glaube, Days Gone kriegt noch ein DLC-Update. Vielleicht ist das sogar schon raus, aber ich habe es nicht installiert, weil... Ich weiß nicht, was da an Content dazu kommt. Es gibt auf jeden Fall mehr Trophäen. Das heißt, irgendwas kommt dazu. Kann ja mal googeln während der Credits. Days Gone DLC. Mit dem Days Gone Update gibt es neue Gratis-Inhalte ab sofort zum Download. Überlebensmodus? Egal. Schwierigkeitsgrad? Eingeschränktes HUD, verzichtet auf Schnellreise. Achso, der schwere Modus, da gibt's keine Schnellreise. Never. Okay. Lamer DLC. Langweilig. Brauchen wir nicht. Nur der Überlebensmodus und zwei neue Trophäen. Lamer DLC. Oh. Knuff. Ist halt geil, dass die einen extra Content-DLC, also so einen Überlebensmodus reinpatchen. Aber anscheinend ist überhaupt nicht gebacken bekommen, dass das Spiel lagfrei läuft.
Fertig? Auch hier in diesem Land gibt es keine Texturen. Nochmal Credits! Soll ich die jetzt skippen? Ich kann sie nicht skippen. Oh nein. Es ist kein Content-ID-Lied. Sondern das Descon-Lied. Wisst ihr übrigens, warum das gerade lauter geworden ist? Jetzt kommen noch die Sonic-Credits. Mein Videoaufnahmegerät hat sich entschieden, auf einmal Ton auszugeben. Dann habe ich es gemutet, dann lief, war die ganze Zeit Ton auf dem Videoaufnahmegerät, was ich am Anfang halt wollte. Und jetzt ist wieder kein Ton. Ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht ist das kabellose? Vielleicht muss ich die echt mal ein- und ausstecken? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde das gerade zwischendurch... Ich dachte erst, das Spiel buggt. Und dann habe ich oben in mein OBS geguckt und habe gesehen, dass der Grabber auf einmal Ton ausgegeben hat. Was er halt die ganze Zeit machen sollte. Und wieso darf ich die Sony-Credits nicht überspringen? Und warum laggt es immer, wenn das Bild lädt? Selbst in den Credits laggt das Spiel. Aber ich muss sagen, ich fand Days Gone gut. Es hat technische Mängel. Einige. Texturen, die nicht laden. Und Laggen sind die Hauptmängel. Die Bugs waren ja noch lustig, also die Glitches mit rumschwebenden Köpfen oder auf einmal rumfliegenden Dieken, weil der Gegner ihn wegschubst und die Leiche war nie wieder gesehen. Das war ja alles lustig, aber die Hauptmenge sind echt das Laggen und die nicht ladenden Texturen. Und wenn die weg wären, wäre das ein 1A-Game. Die Story ist gut. Die wurde ein bisschen in die Länge gezogen. Aber wenn man das Spiel jetzt verfilmen würde, wäre das ein guter Film. Weil man da nicht viel ändern müsste an den Texten. Die Texte waren gut geschrieben. Die Synchro war gut. Auf Deutsch, ne? Spielen ja immer alle auf Englisch direkt, weil sie denken, die deutsche Synchro ist grundsätzlich scheiße. Ich fand sie hier sehr gut. Es war eine sehr gute Synchro. Nur halt die technischen Mängel haben es halt runtergezogen. Game. Ich weiß nicht, warum das so... Also klar, die technischen Mängel ziehen sowas meistens runter. Aber ist an sich... Verstehe ich die negativen Meinungen nicht. Ja, wie gesagt. Dialoge, Story, gut. Technisch... Teilweise Katastrophe. Weil du konntest halt die Uhr danach stellen, dass sobald du in einem Camp nahe gefahren, in der Nähe eines Camps gefahren bist, dass es hardcore geleckt hat. Ich dachte, er hat einen Rollstuhl hinten dran hängen. Aber es ist zum Glück nur so eine Karre. Wie gesagt, ich habe keine PS4 Pro hier gerade angeschlossen. Die PS4 Pro, die ich hier hatte mal, die ist ja bei meinem Bruder. Der in Amerika ist. Eigentlich hätte er die mir mal rüberbringen können. Obwohl, ich habe Days Gone nur als Download. Aber PS4 Pro scheint es viel besser zu laufen, aber ich glaube auch nicht perfekt. Und da das Sony ist, ist das schon echt traurig. Ich meine, das ist ein Spiel von Sony. Also, die den Scheiß für ihre Konsole und den gibt's nur für diese eine Konsole und das Spiel laggt. Das ist halt Quatsch. Da hätte das Qualitätsmanagement-Team, die Qualitätssicherung Alarm schlagen müssen, ohne Ende. Ohne Ende. Das kann man nicht machen. Das geht nicht.
Das kannst du nicht bringen. Das ist ja wie, wenn Windows Updates rausbringt und... Ach, Moment. Aber ich glaube, man weiß, was ich meine. Qualitätssicherung bei DS Gold hat einfach das Spiel angemacht. Ja, startet, ist gut. Kommt durch. Verkauf. Credits, steht mein Name drin. Ist gut. Verkaufen wir. Worldwide Studios QA Test Services. Okay, wer hat verkackt? Nadine hat verkackt. Michael hat verkackt. Ian McGuire. Jonathan hat verkackt. Lucas hat verkackt. James, Michael. Boah, gerade James und Michael haben verkackt, weil das sind Functional Testers. Guck mal, die ganzen Tester, die haben alle verkackt. Alle. Ihr solltet euch schämen, dass eure Namen da stehen. Translator waren gut. Habt ihr gut gemacht. Die haben ordentliche Arbeit gemacht, die Localization. Vielleicht haben sie es auf der PlayStation 5 gespielt. Darf es ja auch nicht machen. Ist ja auch die falsche Herangehensweise. Also, selbst wenn sie es gemacht haben, ist das auch dumm. Haben sie auch verkackt. Ich bewerte ab sofort die Mitarbeiter und Tester. Also, die Tester kannst du ja wirklich bewerten. Und die haben... Hat verkackt. Was ist Compliance? Compliance. Elastische Volumendehnbarkeit von Atmungs- und Gefäßsystemen. Ich denke, das ist falsch. Beachtung. Okay. Oh nein, ein Content-ID-Lied. Hör auf zu singen. Ah, ich kann mittlerweile das dingsen. Sehe ich jetzt erst. Audio-Team hat auch einmal verkackt. Wisst ihr noch, als mein Motorrad keinen Sound gemacht hat? Wobei, da muss das Audio-Team nicht mehr was für können. Es kann einfach nur ein Bug sein, der dann einfach Audio ausgeschaltet hat und dann kann das Audio-Team dafür nichts. First Party Games. Was für Abteilungen es gibt. Kenne ich einen aus Europe? PR-Menschen? Stehen PR-Menschen bei Sony in den Credits? Bei Capcom tun sie es. Da, Public Relations. Kenne ich keinen von. Kein Name, den ich kenne. Europe. Aber Legal and Business Affairs, da kenne ich doch keinen von. Ist manchmal ganz lustig, wenn man dann die PR-Leute da drin stehen sieht. Mein Gott. The Band Studio Team. Die Miliz ist schwer bewaffnet. Und jetzt steht da, Glückwunsch, alle Horden sind auf der Map eingeschaltet. Wie, das waren sie vorher schon? Das sollte nicht so sein, aber wir haben es gemacht. Aber jetzt sind sie wirklich drin. Days Gone.
Wieso ist sie... Wieso war das nicht auf 100% mit Sarah? Okay. Mein Gott. Mein Gott. Days Gone abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Du hast die Story von Days Gone abgeschlossen. Deacon hat die Miliz besiegt und ist wieder mit Sarah vereint. Aber es bleibt noch viel zu tun. Setze deine Reise auf den kaputten Straßen fort, verbessere dein Bike, entdecke weitere Nero-Orte, schließe Nebenstories ab und schalte alle Sammelobjekte frei. Vielen Dank fürs Spielen, das Team von Days Gone. Wo sind meine verdammten Ringe? Oh, das machen wir noch. Ich will meine Ringe. Habe ich noch einen Punkt? Oh, ich habe noch einen Punkt. Erstmal Fernkampf voll machen. Mein SpongeBob Ring. Stufe 39 sind wir. Ich bin bei Iron Mike. Moment. War da oben das Haus von Boozer? Nee, das ist Iron Mikes Haus. Wo ist das Haus von Boozer gewesen? Da. Hundi ist still alive, still alive. Ja. Ja. Das ist wichtig, dass du lebst. Das ist wichtig. Ja. Dick, dick, dick. Hat sie mich dick genannt? Wo warst du denn bloß so lange? Wieso habe ich kein Geld? Ich sollte alles gratis bekommen in diesem Camp. Sei vorsichtig. Yo, Dick, wie geht's dir, Mann? Alles gratis. Was soll das denn? Deacon St. John. Gib mir alles gratis. Wie geht's dir, Bud? Wieso liegt mein Bike hier am Boden? Wo muss ich hin? Oh. Okay. Wir machen die Infizierung weg. Vielleicht will ich ja mal irgendwann ohne Stream alle Orden machen. Weiß ich ja nicht. Vielleicht habe ich irgendwann Bock dazu. Mein Gott, das meine ich halt. Leckfest, sobald du aus dem Camp rausfährst oder reinfährst. Wie läuft's? Ich habe einen Job für Sie. Russell, hey Mann, okay, ja. Yeah. Mal sehen, ob ich Zeit... Nein, 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 nein! Russell, hey Mann, okay, ja, yeah, mal sehen, ob ich Zeit habe. Deacon N,